Hallo, mein Name ist Luca, meine lieben Freunde. Ich spiele heute endlich mal wieder Sketchful mit der Lu-Crew. Ich bin als erstes dran mit Zeichnen und würde tatsächlich die Hand nehmen. Ich denke mal, dass das am einfachsten ist. Es ist wieder total am ruckeln. Weil diese ganzen Idioten hier wahrscheinlich wieder reinschauen. Guck mal, hier oben steht 90, ne? 90 Sekunden. Was steht da jetzt gleich? Wenn die Zeit... Ja, alle 9 Sekunden haben wir hier ein Standbild. Perfekt. Story ist gelöscht, von daher zeichne ich jetzt mal meine Hand. Zack, einen Daumen. Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger. Der kleine Finger. Sticker und der Daumen. Guck mal hier, Jesse sagt nichts. Ey, guck mal, wie viele Leute hier noch joinen wollen. Ey, Leute, chillt mal ein bisschen. Alle haben es erraten, außer Luna. Die weiß schon, wie das Spiel funktioniert, oder? Jesse is choosing a word. Los geht's, meine Damen und Herren. 4 Buchstaben und wir sehen auch schon an der Uhr hier oben, dass es jetzt... Ja, na, es wird besser mit dem Ruckeln. Okay, also 4 Beine. Es könnten 4 Beine... Nee, 4? Nee, Baum. Nee. Hä? Hm? Wald. Ja. Aber diese Lags regen auf. Das nächste Wort wird gezeichnet. Wir haben 7 Buchstaben und die Ruckler sind weg. Das war ja beim letzten Video auch so. Das ist leider... Ein Schwan! Nee. Hä? Hä? Das sind doch Grabsteine hier, wo was draufsteht und dann eine Friedenstaue. Was? Hä? Oder ist das ein Croissant, oder? Hä? Diesen 3, hör? Kann es ein Nashorn sein? Nee. Okay, der ist ein I und ein A. Origami? Was, Bruder? Marlin zeichnet als nächstes. Das ist ein Pulli? Nee. Pulli? Nee. Hä? Jacke. Ist mir Jacke wie Hose, was das ist. Was mir allerdings nicht Jacke wie Hose ist, meine Damen und Herren, ist das hier vorne. Nicht der Smiley ist, der hier sonst immer steht, sondern ein Glurak. Und falls ihr euch fragt, warum, habe ich hier die Antwort für euch. Das heutige Video wird unterstützt von The Pokémon Company. Die haben nämlich eine neue Erweiterung für das Sammelkartenspiel Pokémon. Schwert und Schild, silberne Sturmwinde veröffentlicht. Neu dabei sind strahlende Pokémon, wie zum Beispiel das strahlende Chirachi oder das strahlende Simsala. Habe ich irgendeins? Ich habe Flunkifer. Ach, guck mal! Eine V-Star-Karte, die sind auch neu. Schreibt mir mal gerne unten in die Kommentare, wie ihr früher Pokémon-Packs aufgemacht habt. Ich schneide immer oben so ein bisschen was ab und dann reiße ich es so auf. Oh mein Gott, ich habe Rayquaza wie Max! Okay, ich habe jetzt auch gerade, ehrlich gesagt, ziemlich viele Karten hier gezogen. Mittlerweile habe ich hier so einen fetten Stapel, also ich habe locker 15 von diesen Packs aufgemacht. Das hier sind meine besten. Ich habe tatsächlich eine V-Star Flunkifer und ich habe V-Max Rayquaza gezogen. Schaut euch diese Karte mal an. Also ja, meine Damen und Herren, hier, ne, so sehen die neuen Packs aus. Das ist die neue Erweiterung vom Pokémon-Sammelkartenspiel Schwert und Schild, silberne Sturmwinde. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann checkt auf jeden Fall mal den Link unten in der Videobeschreibung. Jetzt geht's weiter mit Sketchful. Sag mal, seid ihr dumm? Hat er noch gar nichts gemalt? Oder hängen die alle zusammen? Ist das, weil ich habe das in meiner Insta-Story... Das ist ein Punkt. Das ist ein Punkt. Ich muss mich echt ranhalten, Digga. Ich bin Platz 6. Das ist eine richtig intensive Runde. Das sieht aus wie eine Triangel. Könnte allerdings... Also wird nicht hinhauen, weil es um 5 Buchstaben geht. Ein Bügel. Ein Haken. Ja! Hier haben wir das nächste Wort. Das ist ein Schmetterling. Ey, 3. Platz, Mann. Möhner und Jesse. Wieso seid ihr denn so... Jesse sogar auf Platz 1. Möhner auf Platz... Ich muss mich richtig ranhalten. Heute wird aber no joke richtig gut gezeichnet. 2. Runde, meine Damen und Herren. Choose a word to draw. Wir malen mal eine Krake. Ich habe ja Kraken als neue Angst bei mir freigeschaltet. Weil... Ah, chillig. Danke, dass ihr direkt down wart. Ich habe gerade mal einen Kreis gezeichnet. Kraken sind meine neue Angst. Weil die tatsächlich durch jedes Loch durchgehen können, was kleiner ist als ihr Kopf. Und eine Krake zum Beispiel, ihr seht ja gerade schon, wie riesig das Ding ist. Guck, die ersten haben schon erraten hier, Luna. Ha, super, zu Beginn gar nichts hier bei mir erraten, aber jetzt plötzlich dann am Start sein, ne? Genau, das mache ich am liebsten. Kraken können überall durchgehen, was größer ist, kleiner ist, größer ist als ihr Kopf. Das heißt, selbst wenn da ein Loch ist, was nur so groß ist wie der Kopf, können die sich da so durchklingeln irgendwie. Das ist schon brutal. Ey, sag mal, seid ihr blöd, Paul und Jolene? Soll ich euch hier noch zeigen, dass es im Wasser ist? Hier. Kann ich euch auch hier. Zack, die Tentakel. Machen wir mal so. Krake. Hier haben wir eine Schneeballschlacht. Ey, ich bin einfach eine verdammte Maschine. Ich bin kein Mensch, ich bin kein Säugetier. Ich bin einfach maschinell unterwegs heute. Platz 3 mittlerweile schon. Ey, bin... Ist auch nicht so gut. Ein gelber Kreis. Sonne. Ah, verdammt. Sonne? Nee, falsch.
Es ist nicht die Sonne, es ist Sonnen. Nee, Berge. Boah, Untergang? Nee, Lawine. Lawine. Lawine! Erster Platz, Junge! Was jetzt? Also nicht erster Platz komplett, aber in der Runde jetzt gerade. Nächste Sache, die gezeichnet wird. Es könnte ein Kleid sein, passt aber nicht mit dem... Boah, das ist Pfeffer. Ich sag's euch, das ist Pfeffer. Das ist einfach Pfeffer. Glurak. Genau. Hashtag. Hashtag! Es ist aber no joke heute eine richtig geile Runde, weil jeder kann zeichnen, jeder hat eine gute Internetverbindung und jeder ist mit voller Leidenschaft mit dabei und es ist echt competitive gerade. Julien, lass mich jetzt nicht im Stich. Ein roter Kreis wird hier gezeichnet mit einem blauen Ding dann. Oh mein Gott, Radierer. Nee, Radiergummi. Nee, was ist denn das? Oh mein Gott, ist das eine Pille? Nee, was ist denn das? Das ist ein Mensch. Oh, was soll denn das? Oh, das ist bestimmt richtig gut gezeichnet, wenn das schon wieder fast alle erraten haben. Ey, ich bin ja so hohl. Rot, blau, Medikament? Nee. Pille, Arzneimittel? Oh, ey, ich bin so blöd. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne das nicht. Rot, blau, das ist doch diese Farbe von diesem Radiergummi, wo man blau für Kugelschreiber und rot für Bleistift. Was? Ich kenne das nicht. Was haben die hier vorher irgendwas geschrieben? Radierer? Nee. Also, hä? Kenn ich nicht. Hab ich noch nie gehört, das Wort. Noch nie gehört. Hier haben wir irgendwas Grünes, Längliches. Schlange kann nicht sein. Es hat nur 5 Buchstaben. Aber es sieht genauso aus wie eine Schlange. Oder ist es ein Otter? Nee. Weggemacht? BR. Möhne hat's. Genau. Ja, Jesse hat's auch. Ey, die telefonieren noch. Die telefonieren noch alle miteinander. Kobra. Kobra 11. Ich male als nächstes eine Bärenfalle. Von daher starten wir tatsächlich mit dem Bären, den ich einfach mal so zeichne. Und hier und hier. Und dann läuft er hier so rum. Das ist ein Bär mit den Ohren und mit Fell und so überall. Das kann man schon erkennen, dass das ein Bär ist, glaube ich. Und jetzt haben wir aber hier unten dann tatsächlich dieses Ding mit diesen Krallen. Zack. Was so zuschnappt, wisst ihr? So. Und hier unten ist... Ach, guck mal, Möhner hat schon. So, hier unten ist dann der Rasen. Zack. Und der Bär läuft hier rein. Und darum geht's. Und so malt man, meine Damen und Herren. Ja, Leute, besser geht nicht, ne? Hier, Julien, Paul, Marlin. Ich will noch lang raten. Komm, ich mache euch noch eine Sonne in der Ecke. Die Sonne auch früher immer oben rechts so in die Ecke gemalt? Nee. Hier haben wir verschiedene Kreise, die gezeichnet werden. Das sind Fische. Aber das ist zu wenig. Das sind Bonbons. Süßig. Ich bin's. Tim. Letzte Runde, meine Damen und Herren. Jolene ist am Zeichnen und hat irgendwie das gezeichnet. Keine Ahnung, was das sein soll. Allerdings, probieren wir einfach mal rumzuraten. Irgendwas, ihr seht's ja oben eingeblendet, irgendwas mit Traumfänger. Guck mal, keiner hat's erraten. Was sind das für ein Schwachsinn? Dritter Platz. Ich meine, dafür, dass Marlin, Jesse und Möhner die ganze Zeit telefoniert haben, ist es eigentlich ganz okay. Allerdings würde ich an der Stelle das heutige Video jetzt auch beenden, meine lieben Freunde. Wenn euch mal wieder Sketchful mit der Lucro gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da, abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen. Danke auch nochmal an The Pokémon Company für die freundliche Unterstützung des heutigen Videos. Und wenn ihr auch Bock habt auf die neue Erweiterung vom Pokémon-Sammelkartenspiel Schwert und Schild, Sämmerne Sturmwinde, dann checkt den Link in der Infobox,